Überraschung für euch. Die erste fällt euch mit Sicherheit auf. ja, meine Facebook-Follower haben das eigentlich auch schon gesehen, aber jetzt seht ihr das auch. Ja. Und es gibt noch was Cooles. Das habe ich jetzt auch. Okay, geht wieder. ja, ich mache daraus jetzt ein kleines Unboxing und ja, gleich geht es dann auch direkt los mit dem Spiel. Ja, was soll ich hier groß unboxen? Da ist auch nicht so viel drin. Ja, was haben wir denn hier? Einen Sticker. Mit einem Elefant. Ein Elefant. Was haben wir hier? Irgendeinen. Blablabla, Pre-Order-Code. Den zeige ich euch jetzt nicht. Das ist mein Pre-Order-Code. Und da haben wir dann so eine Karte von Kyrat. Mein Pre-Order-Code, den ich gerade zuhalte. Und ein Bild. Ein Steelbook, wo hinten ein blutiges Messer drauf ist. Und wie heißt der eigentlich? Ich weiß noch nicht, wie der heißt. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Ich muss das nicht wissen. Ja. Ja, ich habe mir die Steelbook-Edition gekauft, einfach aus dem Grund, dass ich Steelbooks immer irgendwie schöner finde als diese ganz normalen, langweiligen Spieleverpackungen. Wobei die Hülle von Far Cry auch nicht schlecht aussieht. Also das will jetzt auch keiner behaupten. Nee, sagen wir mal so. Ihr seht gleich, wie ich das spiele und ich versuche das so lange auszupacken. Aber ihr habt ja jetzt gesehen, was in der Steelbook-Edition alles drin ist. So, jetzt starten wir Far Cry 4. Oh, Update-Datei. Also das, was ich schon gesehen habe vom Far Cry, sieht sehr, 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 sehr gut aus. Aber ich muss mich natürlich selber davon überzeugen, ob das auch wirklich so gut ist. So gut. Apropos, habt ihr schon Far Cry? Wäre cool, wenn ihr das habt. Wenn ihr das nicht habt, ich habe eventuell geplant, weil bei dem Spiel ja die Keys to Keyword, wie heißt das Keyword? Ich glaube schon, dabei waren, einen Stream zu starten, bei dem Leute mitspielen können mit mir, die kein Far Cry haben. Weil durch die Streaming-Funktion der PS4 ist es möglich, dass 10 Leute, die das Spiel nicht besitzen, auch das Spiel spielen können. Ja. Wenn ihr da Bock drauf hättet, schreibt mir mal in die Kommentare. Eventuell irgendwie nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende. Ich weiß es noch nicht. Ja. Wieder hell, sonst sehe ich ja wieder nichts. Ich bin ja sowieso blind vor so einem Fisch. Ich spiele Matches. Ne, ich will die Kampagne spielen. Spielen wir sie mal auf normal. Oh, das ist doch blöd. Das ist doch blöd, Leute. Jetzt muss ich das hier nochmal ausmachen. Und tatsächlich hier noch die Update-Datei laden lassen. Mein Gott, habe ich viele Update-Dateien. Was? Verbindungsprobleme? Was?
Was verdiene dir Karma, indem du... Ma, so schnell kann doch kein Mensch lesen. Ja, okay, das war auch schon 5 Sekunden da. Ich hätte schneller lesen müssen. Ja, ich weiß. Übrigens, ich spiele mit euch jetzt das schnelle Ende, was ich schon gelesen habe. Und das hatte ich in meiner ersten Folge vor. Laxmana. Was ist denn Laxmana? Lachs. Ich liebe Lachs. Lachs ist lecker. Ich bin Chef Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwary Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass für die Verstorbenen. Dein Pass. Okay. Aber sieht gut aus, ne? Atmen. Lass mich reden. Was wollen? Der Affe ist sehr süß. Ich will auch einen kleinen Affen. Aber ich habe ein süßes Kätzchen. Das ist okay. Das ist ein Affe. Was ist los? Da hat er. Patna Bot. Patna. Patna mit dir. Was ist das? Bad mit dir. Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Ja, sehr. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Hattest einen scheiß Job, hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Ja, was ein Scheiß auch. Würde ich mich auch drüber aufregen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... jedenfalls so nicht
Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine plus eins. Jetzt sagt er, der kennt mich und dann kennt er meinen Namen nicht. Was ist denn das für einer? Kann er sich meinen Schein? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Super. Geiles Selfie. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich hab mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen's richtig krachen. Ich dachte dir erstmal. Should I stay or should I go? Will der jetzt mit mir feiern gehen? Unnötig. Der jagt mich doch auch gleich, ne? Deswegen kann das Spiel auch so schnell beendet werden irgendwie. Das machen wir gleich. Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. A.J. Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Warum haben die sie getötet? Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagamin. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Dieses sieht alles mega gut aus. Und das Papier sieht einfach so mega schlecht aus. Ich bin was ist daran schwer, scheiß Papier zu designen? Deine Mutter andererseits. Kann aber nicht so schwer sein. Hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Jetzt ist der die Leiche, ist ja ekelhaft. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das, sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits, nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also, als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Warum redet er so? Warum sagt er? Es war der verfickte goldene Pfad. Das ist doch Schatz. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei A.J. Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du sinnst um Hilfe. Man sinnst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe. Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe. Du musst das glauben. Hilfe! Hilfe! Nutz dein Zwerchfell! Hilfe! Hilfe! Sch, 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 sch. Wie horch. Das ist ja schon, ne? Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangu. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Das
Darf ich jetzt endlich mal laufen? Oh, immer diese Cutscenes. Mega langweilig. Hier ist bestimmt irgendwo irgendwas versteckt. Deswegen suche ich jetzt in jeder scheiß Ecke. Mega schwammig die Steuerung. Steht sogar da. Hätte ich auch drauf kommen können. Was zum Teufel? Ist das JDs Stimme von Scrubs? Das ist ja. Das kann ich nicht ernst nehmen. Ich lese mir jetzt nicht das alles durch, oder? Die Tickets sind vom Unterschied und nicht übertragbar. Aha. Das interessiert mich nicht. Da steht mir nur nochmal dasselbe. Ja. Okay. Eine Waffe oder so wäre cool. Dann würde ich ihn einfach abstechen. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Versuch gab, die Sendung vom Glockenturm in der Nähe von Banapur zu sabotieren. Aus diesem Grund werden alle Glockentürme von nun an bis auf Weiteres bewacht. Es ist unerlässlich, dass die Botschaft unseres großen Führers in ganz Kyrat empfangen werden kann. Möge Pagan Minz Licht sie alle erleuchten. Ah, so heißt er. Jetzt weiß ich das auch. Kinderzeichen. Munition für Faustwaffen. Faustwaffen? Selbsthilfebuch. Munition für Faustwaffen. Und Gold. Ich bin schon reich. Ich habe schon 28.000 Gold. AJ Gale. Mein Name ist Saval. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mohan. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Top-Priorität? Darpan würde es verstehen. VIP und nun so. Bleib bei mir. Tür, Beeilung! Jetzt habe ich doch irgendwie 10 Minuten zu entkommen, oder? Irgendwie so war das. AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell wie du kannst. Verstanden? Und dann darf ich ja nicht entkommen und dann kommt das Ende. Verstanden. So war das irgendwie, oder? 2, 3! Ich meine, da muss ein Timer mitlaufen. Ich bin mir da auch nicht mehr so ganz sicher. Ich meine, das ist so richtig gut durchgelesen. Ich meine, da muss ein Timer runterlaufen, weil ich muss ja irgendwie, ja. Scheiße! Das muss ja irgendwie zu Ende gehen. Wenn ich einfach nur stehen bleibe, geht das ja nicht zu Ende. Was zum Teufel? Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe! Nimm die! No. Das musste jetzt natürlich auch explodieren. Das ist natürlich total. Es muss einfach explodieren, ist doch klar. Rechts von dir! Schieß auf sie! Ne? Ich kann nicht fahren und gleichzeitig schießen. Das geht nicht.
Das bewegt sich alles viel zu viel. Ich kann ja auch keine laufenden Gegner treffen. Das ist viel zu schwierig für mich. Ja, ich habe mich da gerade so durchgeguckt nochmal, bevor ich jetzt hier dieses Ende drehe, und ich hätte einfach an dem scheiß hässlichen Tisch sitzen bleiben müssen. War ja eigentlich klar, oder? War doch klar. Jeder von euch wusste das wahrscheinlich, nur ich stelle mich mal wieder zu blöd an. Naja, auf jeden Fall, wir sehen uns das nächste Mal. Und nur, damit ihr es wisst, ne, das sind nicht meine echten Haare. Meinen Facebook-Followern habe ich es eigentlich auch schon verraten und eigentlich wollte ich es mit dem Video machen, weil ihr alle darauf so mega abgegangen seid und naja, auf jeden Fall, wir sehen uns das nächste Mal.